Ich meine, ich habe keinen Namen vergessen. Hans wird uns noch mehr davon erzählen. Nehmen zu und wir nehmen eigentlich, muss man sagen, auch dramatisch zu, schon bei 1,5 Grad. Bei 2 Grad geht das alles linear weiter, da steigert sich das Meer. Wir kommen nachher noch auf andere Dinge, die bei 2 Grad auch noch zusätzlich passieren. Also das ist so im Wesentlichen der Stand dieses ersten Berichtes. Und das heißt, wir dürfen nicht nur darauf schauen, was passiert vielleicht 2100, wenn wir da bei 3 Grad angekommen sind, was natürlich auch schlimm ist, sondern wir müssen sagen, das, was jetzt passiert, ist auch schon extrem schlimm. Wir müssen da was gegen tun. Leute sterben auch jetzt, wenn wir auf deinen Anfang auch zurückkommen, es sterben auch in Mosambik, sind schon durch Taifune, die eindeutig mit der Klimakrise zu tun haben, wirklich Tausende umgekommen. Mittelamerika ist ein ganz hart. Und warum dir das wichtig ist, dass sie sagt, okay, wir retten jetzt Lebensmittel und wir stellen sie eben gratis anderen Leuten zur Verfügung? Also ich habe begonnen zu dumpstern bei Uni Brent vor über 10 Jahren, 15 Jahre oder was ist das, glaube ich, jetzt schon her, und habe dann auch, weil mir Umweltschutz eigentlich immer schon wichtig war und ich aber immer eher lösungsorientiert sein möchte und nicht nur jetzt irgendwie von der Politik Veränderungen fordern möchte, sondern halt auch schauen möchte. Also ich glaube, es ist auch, es hat mehr Gewicht, wenn ich sage, mein globaler Fußabdruck sind nur jetzt 1,5 global Hektar. Und davon ist die Hälfte grauer Fußabdruck, was die Regierung ändern könnte. Dann hat das mehr Gewicht, wie wenn mein globaler Fußabdruck 10 Hektar sind und die Regierung eigentlich eh nur ein Zehntel davon dann irgendwie ändern könnte. Ja, ich meine, das ist eine große Ursache, auch Mitursache auch für die Klimakrise im Grunde. Also wenn man weniger Nahrung produzieren muss, wenn man weniger Böden ausbeuten muss, dann hilft es natürlich auch, die Klimakrise zu vermeiden. Ne? Also und auch wenn man weniger herstellen muss, ja, also weniger CO2 braucht, um Nahrungsmittel herzustellen. Ja. Und man muss weniger anbauen. Also wir hauen, ich weiß nicht, ich glaube, Wien haut pro Tag so viel Brot weg, wie Graz im Jahr verbraucht oder so. Ja. Also es sind ihre Zahlen. Ja. Ich bin nicht von Anfang an dabei, aber ja, ich habe Ökologie studiert, dann weiter Richtung Landwirtschaft interessiert, gemerkt, dass es sagen wir so, im Moment nicht möglich ist, nachhaltig Landwirtschaft zu betreiben. Und ja, dann bin ich halt Richtung, sagen wir so, das Essen ist da, es liegt im Müll, haben wir gedacht, machen wir mal das. Da müsste man den ersten Schock anschauen, den ich empfunden habe, als ich gesehen habe, wie viel Essen wirklich weggeschmissen wird und ein paar Statistiken angeschaut habe, wie zum Beispiel, dass eben was Graz wegschmeißt oder was Wien wegschmeißt, Graz ernähren könnte für einen Tag. Und auch die frühen Studentenerfahrungen in der Dumpster-Szene haben auch dazu geführt, dass ich gemerkt habe, oh, das ist ganz schön viel Essen, was weggeschmissen wird. Und ganz viele Tonnen Essen weggeschmissen werden. Das ist das größte Problem, was zurzeit im Bezug auf Lebensmittel vorherrscht, Lebensmittelindustrie? Naja, die verschmeißt. Ja, also einfach eine Produktion. Also ich glaube, das Schlimmste ist, dass sie versuchen, eben natürlich aus kapitalistischen Gründen dem Kunden immer alles bereitzustellen. Und also ich meine, das ist absurd, ne? Das ist sowieso in der Wirtschaft absurd, aber im Grunde geht es darum, dass, keine Ahnung, ich bestelle mein Brot und dann kriege ich mein Brot, ja? Und nicht, ich kann mal aussuchen und dann muss die Hälfte weggeschmissen werden. Das ist irgendwie verrückt. Andererseits die Art, wie Landwirtschaft betrieben wird, also dass die Böden zerstört werden. Ja. Kunstdinge. Eine korrupte Regierung, die der Wirtschaft irgendwie in Arsch kriegt. Also eben, wenn die Gesetze, die jetzt bestehen, wirklich exportiert werden würden, wäre meiner Meinung nach, wäre das innerhalb von wenigen
Tagen zum allergrößten Teil gelöst, aber leider ist es so, dass immer mehr Müllräume gar nicht mehr zugänglich sind. Ich gehe unter anderem regelmäßig zum Beispiel bei einem Spardamstern. Da habe ich einmal wirklich so einen Riesenberg voller geretteter Lebensmittel schon rausgesucht gehabt. Hat der Filialleiter mich irgendwie verjagen wollen, hat behauptet, sie schmeißen nichts weg, sie schenken alles dem Sozialmarkt. Ich habe nur gesagt, ja, man sieht's. Also, ich habe auch aus Frankreich gehört, dass dieses Gesetz, dass Lebensmittel nicht weggeschmissen werden dürfen. Auch nur so offiziell halt, irgendwie schmeißt dann niemand was weg, aber wenn das nicht kontrolliert wird, und das bedeutet halt auch, wenn die Polizei das nicht macht, dass die Zivilbevölkerung die Möglichkeit haben muss, im Sinne von Transparenz irgendwie halt auch reinzuschauen. Ja, dann nützen neue Gesetze nichts. Prinzipiell ja, es gibt natürlich viele Probleme im Bereich der Ernährungssouveränität auch, sozusagen in der Versorgung von großen Menschenmassen in dicht besiedelten Gebieten. Aber wenn ich jetzt wirklich dieses Problem anschaue, was eigentlich das wirklich fassbare Problem ist, was am einfachsten zu lösen wäre, ist die Lebensmittelverschwendung. Weil wir reden ja nicht nur von der Lebensmittelverschwendung, von dem, was auf den Teller kommt und was dann wirklich wegkommt, sondern auch vom Anfang der Produktion, wenn Mais fällt oder bestimmte Cashcrops geerntet werden, fällt da schon sehr viel weg. Dann sozusagen in der Verarbeitung fällt nochmal viel weg. Und dann wieder quasi im Einzelhandel fällt viel weg. Da setzt Foodsharing zum Beispiel ein. Aber dann quasi auch, was die Leute selbst wegschmeißen. Das ist quasi ein Umdenken auf einer individuellen Ebene, findet auch nochmal statt. Also auf allen diesen Ebenen ist dann Verbrauch von Lebensmitteln, eine Verschwendung von Lebensmitteln da. Und man könnte an jeder dieser Stellen ansetzen. Und wahrscheinlich der größte Mehrwert, den man hätte, wäre auch in dieser Anfangsproduktion. Also quasi in dem, was dann wirklich bei der Ernte rauskommt. Mhm. Da sehe ich eigentlich das Problem. Das heißt, wenn wir dort ansetzen könnten, dann könnte man viel effektiver Ressourcen sparen auch und schauen, dass vielleicht das Essen auch effektiver ankommt und eben nicht in Regalen vergammelt. Die Ernährung, wie sollte die gestaltet werden? Ja, möglichst vegan. Ja. Dass jeder zumindest irgendwie Grundkenntnisse hat, wie Lebensmittel verderben und was man dagegen tun kann. So Nüsse, Avocado, Fisch, Lachs. Nein, meine ideale Ernährung wäre natürlich selten Fleisch, also ich bin kein Vegetarier, also Fleisch wende ich 100% weg, aber sehr niedrig. Also vielleicht einmal alle zwei Wochen ein gutes Putenfleisch, sowas wäre für mich eine ideale Ernährung. Ansonsten mehr frische Früchte, allerdings keine tropischen und sehr viel mehr Nüsse, ja, das stimmt. Weil, ich weiß nicht, ob es nur bei mir ist, aber unter einem allgemeinen Diätplan scheint es mir, dass Nüsse einfach viel zu selten sind. Man kann so viel leckeres Zeug machen mit Nüssen. Und die sind ja auch regional. Man kann ja quasi auch in Europa sehr viele Nüsse bekommen. Und deswegen wundert es mich immer wieder, warum Nüsse eigentlich nicht erschwinglicher sind und nicht viel, viel größeren Teil der unserer Ernährung darstellen. Also es sollte Energie geben, sollte alle Nährstoffe enthalten, sollte einen auch glücklich machen. Möglichst wenig Fleisch, vielleicht auch gar keins. Möglichst regional, möglichst biologisch. Und solange noch die Hälfte aller Lebensmittel irgendwie gar nicht gegessen werden und so viel Müll landet, möglichst vegan. Naja, natürlich jetzt klimaschutztechnisch ist natürlich Tierhaltung und halt tierische Ernährung überhaupt nicht gut. Ich glaube auch nicht, dass es gesund ist, ehrlich gesagt, aber gut, das ist ein anderes Thema. Und ja, also pflanzlich sich zu ernähren, ja, und lokal, möglichst lokal aus der eigenen Landwirtschaft, ja. Wir nehmen eigentlich, muss man sagen, auch dramatisch zu, schon bei 1,5 Grad. Bei 2 Grad geht das alles linear weiter, da steigert sich das Meer. Wir kommen nachher noch auf andere Dinge, die bei 2 Grad auch noch zusätzlich passieren. Also das ist so im Wesentlichen der Stand.